geht auch gleich wieder weiter mit Sims 2. Willkommen zurück, Leute. Jesse hat das letzte Mal jetzt das Sprechen beigebracht bekommen und auch fast aufs Töpfchen. Also es wird doch, es wird. Und Jane braucht jetzt dringend was zu essen, sonst fällt sie uns vom Fleisch. Frühstücken. Was brauchen wir? Hat John auch Hunger? Nee, dann tun wir nur Frühstücken für dich selbst. Machen Omelette. Das hatte ich heute Morgen auch. Das ist eine gute Idee, Jane. Obwohl, wenn du spucken musst, sind Eier nicht die besten Sachen, aber egal. Was ist noch Neues passiert in der letzten Episode? Die Fische sind uns verreckt. Der PC ist immer noch an. Haben auch manche Leute schon drunter geschrieben. Hey, mach mal den PC aus, der ist immer noch an. Hey, wir haben Geld. Guckt euch doch mal das an. Ihr könnt doch so viel Strom verbrauchen, wie ihr wollt. Und wenn jetzt hier die Grünen kommen, hier so, hier die Grünen kommen und sagen, oh, Umweltverschmutzung und weiß Gott was, das ist mir sowas von egal. Das ist Sims. Die lassen ihr Zeugs hier rumliegen, das gammelt. Da ist so ein bisschen PC anmachen vollkommen normal oder egal oder was auch immer. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass diese Wand hier nicht bestrichen wurde? Das fällt mir jetzt hier gerade so auf irgendwie. Sieht gut aus. Ich kann das nicht so wenden, Jane. Die Umgebung ist für den Arsch. Jesse schläft. Wird in 2 Tagen zum Kind. John wird in 8 Tagen zum Knacker. Der muss noch was trinken. Okay, Jane, jetzt ess du mal was. Gott, John muss arbeiten und nicht Jane. Stimmt, Jane arbeitet ja nicht mehr. Gut, Jane, wie? Das war alles. Essen. Oh. Oh. Sind wir echt schwanger geworden? Tatsächlich. Bin mal gespannt, was es wird. Soll ja ein Junge werden. Guck mal, das Lauscher. Lass die Lauscher, die lauscht. Die Lauscher lauscht. Die Lauscher lauscht, die lauscht, die lauscht, die lauscht. Guck, guck. So, Jane. Ich weiß, die Umgebung ist für den Arsch. Geh in die Dusche. Und. Ich weiß auch nicht, was du danach machen kannst. Was macht John eigentlich? John guckt durchs Teleskop. John, nee, ich hab eine Idee. Jane könnte nicht in die Dusche. Na, Blödsinn. Jane könnte baden gehen. John könnte in die Dusche gehen. Dann könnte John kein bisschen Spaß haben. Das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Jesse schläft noch. Wunderbar. Jane ist ziemlich am Arsch. Schon wird die Umgebung besser. John, was machen wir mit dir? Du hast mal wieder keine Freundin. Ist ja nichts Neues, John. Für all die Leute, die die alten Episoden von John kennen. Episode, ich glaube, 1 bis 20 oder so. Die wissen, dass John auch Probleme mit Freunden hat. John geht zur Arbeit, komm. Genau. Verdien die Brötchen für deine Familie. Oder auch ein Baguette oder sowas. Wie geht es unserer werdenden Mutter? So gemütlich, ne? Jetzt müsste dein Komfort doch wieder hoch sein. Wie gemütlich. Deine Hygiene sowieso. Jesse steht gleich auf. Ich würde sagen, Jane, es laggt ein bisschen. Wir kaufen ein neues Klo. Und weg. Zack, zack! Dann, so Jane, jetzt genug gebadet. Ich würde sagen, du gehst mal wieder. Oh, jetzt hast du wieder diese geilen Klamotten an. Diese Styler-Klamotten. Ja, Leute, wir sollten eigentlich mal einkaufen gehen. Aber da komme ich gar nicht dazu. Das ist so ein stressiges Spiel. Ich habe ein Zeitmanagement in dem Spiel wie in meinem echten Leben. Ein Spaß. Aber ich bin auch im echten Leben jetzt nicht der. Der ehrgeizige, super durchplante Strebertyp, ganz im Gegenteil. Nein, ich bin jetzt aber auch kein Penner. Nein, 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 nein. Aber trotzdem. Das ist ziemlich stressig, das Spiel. Jetzt wacht sie auf, geh's mal zu ihr hin. Umgebung erstmal kurz ganz scheiße. Dann lass mal Jesse raus. Jesse wird in 2 Tagen zum Kind. Jesse das Laufen beibringen. Was muss Jesse aufs Klo?
Nee, bringe nicht das Laufen bei. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Eine viel bessere Idee. Nee, lass sie einfach raus. Genau. Lass sie einfach ein bisschen krabbeln. Und du gehst da hin und du tust es hier leeren. Genau. Leer das doch mal. Jane, das ist doch... Das macht Spaß, gell? Das macht Spaß. Ist es nicht schön, ein Kind zu haben? Bald hast du zwei von der Sorte. Fail. So, das tut aber Tessie ans Täppchen gewöhnen. Nicht Fernsehen gucken, du dumme Nuss. Ans Töpfchen gewöhnen, ist es denn so schwer? Ich weiß, du fällst gleich vom Stängel oder vom Dings. Ja, ich weiß, Ariana ist da. Jane? Bewegst du mal deinen scheiß faulen Arsch? Willst du die abspülen? Ich glaube, der hakt sie. Tut jetzt was essen, sonst... Tut jetzt mal Chips essen. Oh, und Jane kümmert sich mal, Jessie kümmert sich mal wieder keiner. Was macht die? Die spielt damit jetzt nicht. Jessie, mit wem spielst du dann? Oh. Oh. Haben wir mal wieder keine Rechnung bezahlt. Du hast die Rechnung nicht bezahlt. Ich bin schwul und bin cool. Geil, Ariana. Geil. Was nimmt du uns weg? Nimmt du uns unseren Pool weg oder was? Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Nicht unser Teleskop. Nicht unser Teleskop. Und weh, du nimmst was von Jessie weg. Nicht unseren Schrank, nicht unseren Spiegel, nicht unseren Computer. Wo gehst du denn hin, du blöder Sausack? Wäre dir eigentlich erlaubt, uns in die Wohnung zu gehen? Ja, nimm die Kaffeemaschine weg, die ich schon seit... Nein, er nimmt uns ein Küchending weg. Sag mal, wie blöd kann der Mann sein? Er nimmt uns ein Küchending weg. Boah, bist du cool, Alter. Ich will auch so cool sein wie du. Wo ist Jane? Warum bringst du jetzt den Müll weg, Kruzifix? Jane fällt gleich um. Stopp, du musst, bevor du umfällst, Jessie noch ein Stäbchen gewinnen. Schnell, 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 schnell. Dann, sonst macht Jessie nicht sich noch was. So, jetzt komm. Jessie, jetzt. Ja, sie hat's ja nicht gerafft. Wie sie sich alle freuen. Ist ja der Hammer. Jetzt kann Jessie nicht alleine aufs Klo gehen. Gott sei Dank. Ja, Jane, es geht ins Bett. Schlafen im Schlafanzug. Jetzt freuen sie sich doch. Ja, sie kann endlich alleine aufs Klo gehen. Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Jetzt muss sie nur noch laufen lernen und dann ist perfekt. Stattdessen guckt sie ein bisschen Fernsehen. Hm? Ja, was könnt ihr eigentlich machen? Ihr könnt eigentlich ein bisschen spielen. Genau. Jane muss schlafen. Wo bleibt eigentlich ihr Mann? Ihr Mann arbeitet mal wieder. Bis 15 Uhr. Ja, es dauert noch ein bisschen. Hat eine harte Woche vor sich. Samstag, Sonntag frei. Wie ein normaler Mensch auch. Und Jessie ist überglücklich. So muss es doch sein. Wie sie diese Puppen im Mund nimmt. Ach ja. Ist das Leben nicht schön? Zumindest ein paar Sims. So. Was könnten wir eigentlich machen? Jessie, was könnten wir machen? Ein bisschen Ariana ärgern? Komm mal mich. Oder läuft los? Alle unterhalten sich. Die sind gar nicht so unglücklich. So, ich bin sauber, alles ist fertig. Halt, stopp, Ariane. Lass mal gucken, ob alles sauber ist. Nicht, dass du uns hier wieder verarscht, kriegst schließlich einen Haufen Geld. Doch, sieht alles ziemlich sauber aus. Und warum fischerst du die Fische nicht? Genau, warum fischerst du die Fische nicht? Warum fütterst du die Fische nicht? Warum hast du sie nicht gefüttert? John ist nicht da, oh, komm. So. Was könntest du denn spielen? Kannst du vielleicht hier ein bisschen Charisma üben? Jane schläft. Wir können aber jetzt gleich die restliche Energie aufwerten, um mit Jessie ein bisschen was zu machen. Jessie muss schließlich noch laufen lernen. Aber auch noch was anderes. Sie muss nach Hygiene und dann ins Bett. Du könntest doch Jessie jetzt schön baden, oder? Danach weiter schlafen. So. So, nicht einfach drum rumstehen. Was macht sie jetzt? Nicht spielen, du sollst sie baden.
bist eigentlich schweinemüde, Jessie baden. Komm. Komm schon, 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 komm schon. Und John kommt nach Hause. Hey Leute, es geht wieder weiter. Was rede ich eigentlich? Naja, ich wollte eigentlich sagen, es hört jetzt auf. Ja. Die Folge ist vorbei. Klingt dumm, ist aber so. Naja, Leute, bis zum nächsten Mal.